einer alten Fabrik. Am Freitagmorgen in der Schule kündigt die Lehrerin Folgendes an. Hallo liebe Klasse 5b, unser neues Thema in Deutsch sind verlassene Häuser, also Lost Places. Ihr solltet einen Aufsatz über ein verlassenes Haus in der Stadt schreiben. Hey Liv und Lucy, schreiben wir gemeinsam einen Aufsatz über die alte Fabrik? Logo, treffen wir uns heute dort und übernachten gleich dort? Gehen wir gleich rein? Claro. Plötzlich entdeckte Liv einen Schatten eines Mannes mit etwas in der Hand. Hä? Was war das? Keine Ahnung. Egal, gehen wir nun weiter. Als die Mädchen reingingen, fielen ihnen seltsame Sachen auf. Hier sind ganz seltsame Sachen. Zum Beispiel hier steht Help an der Wand, aus Blut geschrieben. Und hier ist ein großes Messer. Ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Oh nein, draußen stürmt es so heftig und die Busse fahren nicht. Das ist so wie ein ganz schlimmer Albtraum. Ja, du hast recht. Aber wir müssen das Beste draus machen. Suchen wir uns einen geeigneten Schlafplatz. Als die Mädchen einen guten Schlafplatz fanden, bauten sie sich ihr Lager auf. Schlafsäcke, Lampen und der Campingkocher. Leute, ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Irgendwas stimmt hier nicht. Als die Mädchen später müde in ihre Schlafsäcke fallen, schlafen sie sofort ein. Spät in der Nacht schreckt Liv hoch. Huch! Schnell weckt Liv die anderen. Was ist denn? Da war was. Leute, das sind Schritte, ich hab richtig Angst. Plötzlich schreit Lucy auf. Was ist denn los? Da, ein Schatten. Der hat was Langes in der Hand. Los, komm schnell, wir hauen ab. So schnell sie können, knoten sie ein langes Seil aus ihren Schlafsäcken und hangeln sich an der Fabrikwand runter. Eine Woche später kehrten sie zurück, um ihre Sachen zu holen. Leute, ich habe irgendwie Angst. Müssen wir da wirklich rein? Jetzt sei kein Weichei. Wir gehen ja nur ganz kurz rein. Nun gut. Und so gingen sie rein, auch wenn Liv dagegen war. So, hier war es. Oha, unsere Sachen sind ja immer noch da. Die Mädchen packten schnell ihre Sachen zusammen und wollten verschwinden, als plötzlich... Ja, Kindchen. Eine raue, hässliche Stimme ertönte. Ich hab sie euch extra hier gelassen, damit ihr zurückkommt. Ah! Oh nein, die Türen gehen alle zu. Mist, sie gehen auch nicht wieder auf. Nein, sie Schweinehund! Wurden 4 Leichen gefunden, 3 Kinder und ein lang gesuchter Verbrecher. Die Leichen wurden abtransportiert und die Kriminalpolizei rätselt noch, was geschehen ist. Das Gelände der Fabrik ist bisher abgesperrt. Die Fabrik wird demnächst abgerissen. Im Himmel!
Ah, endlich sehen wir die Erde mal von oben. Cool, wir können sogar fliegen. Ein Engel zu sein ist besser als gedacht. Ja, ja, Kindchen. Mord in der alten Fabrik. Geschrieben und gelesen von Elodie, Liliana und Julie.